Ja, tzappari dikkari lallan tikkari dillan tiks tandulla dipida pidalla ruppati rupirankuri kanku kaya kiri kanku aratsatitsa ja ribida pidilla pidits tandillan dillan doa badi. Mädel Leute, heute geht's, wie ihr unschwer sehen könnt, um YouTube-Stars. Dazu habe ich mir drei, ihr wisst wofür die drei steht, Dada for Life, aktuelle YouTube-Stars ausgesucht. Wer sie nicht kennt, ganz links der Dennis, a.k.a. Creeper Dark Horse. Dann ein random Hipster YOLO Boy von Sella TV und unser guter alter Freund, der Drachenlord. Schon jetzt viel Spaß. Den Anfang macht der Dennis, wie ihr wisst, der Creeper Dark Horse genannt. Er hat mittlerweile über 900 Abonnenten und bringt in letzter Zeit leider relativ wenige Checkers-Videos. Er bringt zwar regelmäßige Updates und bezieht auch gerne seine Familie mit ein. Deshalb würde ich ihn auch als routinierten YouTube-Star bezeichnen. Trotzdem ist da meiner Meinung nach echt noch viel Luft nach oben. Vor allem, da er einfach Videos kopiert und nur selten auf die Vorschläge in seinen Kommentaren eingeht. Trotzdem ist der Creeper natürlich ein ziemlich cooler Typ. Steht auch mal gern auf dem Balkon in der Sonne und zeigt sein wunderbares und wunderschönes Gesicht. Der Drachenlord oder auch Drache oder Drachengames genannt, selten auch einfach nur Rainer, macht ja momentan eine Urlaubspause. Ich weiß nicht genau, ob es eine Kreativphase für neue Projekte oder wirklich entspannter Urlaub auf einem Metal mit Tee-Freunde-Festival ist. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich hoffe und wünsche mir natürlich für ihn und seine 1000 Abonnenten, dass er die Zeit nutzt, um sich neue Projekte einfallen zu lassen. Denn momentan hat er natürlich das große Problem, dass er vom Creeper Dark Horse eingeholt werden kann. Dabei darf man aber nicht unterschätzen, dass der Drachenlord relativ stark auf Merchandise-Artikel setzt und die Autogrammkarte, bedruckte Tasse und T-Shirts einen richtig fetten Boost natürlich noch bringen können, was die Abonnentenzahl angeht. Der dritte Kandidat auf den Thron ist Sella TV. Sorry, ich sage immer Sella V, ich weiß nicht wieso, aber auf jeden Fall geht es um Sella TV. Ist noch ein relativ neuer Kandidat. Er hat nur 130 Abonnenten und es gibt auch nur jede Woche ein neues Video. Im Endeffekt gibt es also jede Woche ein neues, altes Video. Denn die Originalvideos sind schon 1 bis 2 Jahre alt und ja, relativ ausgelutscht. Deshalb haben Sella TV meiner Meinung nach auch kaum eine Chance auf den Titel. Dafür haben sie einen ziemlich hohen Fremdschämfaktor. Wer also gerne in Web 2.0 Social Sprech diskutieren möchte, sei dieser Chain ans Herz gelegt. Ja, kommen wir also nun zum Fazit. Der Gewinner ist heute meiner Meinung nach der Drachenlord. Er ist momentan einfach das Flaggschiff mit K-Freunde unter den besten YouTubern. Die Pause sollte er aber wie gesagt nicht nur zum Entspannen und Chillen nutzen, sondern eben schleunigst an seinen Projekten arbeiten, sonst verliert er eben schnell die Pole Position. Am Ende natürlich auch noch ein bisschen Werbung für mich. Wenn euch meine Projekte gefallen, dann abonniert mich und postet in den Comments eure Vorschläge, auf wen sich das Regenbogenschaf ebenfalls konzentrieren sollte. Ich verabschiede mich und wünsche euch ein drachisch schönes Pfingstwochenende. Euer Regenbogenschaf.